Pascal aus dem Team meinte, man kann sich für 25 Euro einen sogenannten Audio-Exciter holen, den gegen eine 3-Euro Styroporplatte klatschen, die von der Decke hängt, und durch das freie Schwingen und den krassen Resonanzkörper, den die Styroporplatte bietet, klingt das dann wie richtig krasse Lautsprecher. Klingt jetzt erstmal wie kompletter Quatsch, aber hey, habe ich mir gedacht, für 25 Euro bestellst du das Teil einfach mal und nach 2 Tagen war es auch schon hier. Drum würde ich sagen, machen wir das jetzt. In wenigen Minuten selbstgebaute 30 Euro Lautsprecher, die sich anhören, als würden sie 100 Euro kosten. Vielleicht. Hoffentlich. Dieses Video wird unterstützt von NordVPN. Mehr dazu später. Aber wie soll das überhaupt funktionieren, dass so ein kleines Ding so einen krassen Sound macht? Vielleicht kennt ihr ja diese kleinen Musikboxen zum Kurbeln, die, wenn man kurbeln, Musik machen, aber halt super leise und blechern. Aber wenn man es dann auf den Holztisch legt, ist es plötzlich mega laut. Das geht natürlich mit allen Resonanzkörpern, die ordentlich schwingen und die Musik damit mega laut machen. Und genauso funktioniert das auch mit dem Ding hier. Anders als die kleine Kurbelbox braucht der Exciter aber, wie jeder Lautsprecher, einen kleinen Verstärker, den wir für 6,79 Euro online gekauft haben. Nachdem ihr euch hier auf dem Kanal lang genug meine rudimentären Abisolier-Skills anschauen musstet, haben wir mittlerweile übrigens so eine geile Zange gekauft, die das Abisolieren für die Kabel fast automatisch machen, die jetzt den Verstärker mit dem Lautsprecher verbinden. Der Verstärker, braucht jetzt natürlich noch Strom und selbstverständlich ein Audiosignal, weswegen da nun ein normales AUX-Kabel reinkommt, das man sich dann auf der anderen Seite ins Handy oder in den PC stecken kann. Also so klingt das Teil jetzt, wie es normal ist. Und jetzt drückt man das Teil einfach gegen das Ding. Wir halten das Ding jetzt einfach mal an verschiedene Oberflächen. Also das haben wir gerade schon getestet. Die Tischplatte ist schon ziemlich geil. Das ist voll laut. Zahl die Lautstärke. Das Teil explodiert halt. Oh mein Gott. Das ist kleine Winzelteil. Mach mal Vollgas und pack mal an hier. Oh, yo. Oh, oh. Der macht dich kaputt. Okay, mal raus. Der blitzt schon. Alter, der ist übel strong. Du hörst Musik aus deinem Kopf, wenn du das an Schädel hinhältst, Alter. Wow! Gell? Hey, Alter! Wohin? Hier so. Ist voll geil. Boah, das ist gut. Ich würde heute gerne die Zähne probieren, ne? Das ist am geilsten. Was? Echt? Ja. Also jeder hält jetzt sein Maul dahin. Oh mein Gott. Also Stirn finde ich, hört sich am besten an, aber Zähne ist am creepiesten. Ach so. LOL! Schaut von außen saudumm aus, was wir hier machen. Es ist auch saudumm, aber was nicht so dumm ist, und das könnt ihr jetzt auch hören, ist, wenn man das gegen einen Pappkarton hält, weil sowas hat wirklich jeder zu Hause. Ich finde, das klingt bisher am besten. Hä? Also ohne Witz, wenn du das irgendwie zum Grillen oder so mitnimmst oder so, oder an See, hast du einfach so einen Umzugskarton, der wiegt gar nichts, und hier so. Alter, das ist geil. Hä? Ich finde Karton bisher am geilsten. Wollen wir einen Vergleich machen, dass wir einfach einmal das Teil hier nehmen, was minimal Arbeit ist, versus so ein Umzugskarton, der überhaupt keine Arbeit ist? Was glaubt ihr, was besser klingt? Ich sag, ja. Ich glaube immer noch, dass du das nicht besser hinkriegst als ich. Doch, ich glaube, wenn es dich jetzt richtig schön abschleift, dann wird es. Okay, ich bin gespannt. Ja. Man kann natürlich auch Serien mit dem Lautsprecher schauen und mit NordVPN, dem Sponsor des heutigen Videos, kann man Serien und Programme schauen, die es in Deutschland eigentlich nicht gibt. Mit NordVPN könnt ihr ganz easy mit einem Klick einen von über 5600 Servern weltweit auswählen und so Geoblocking umgehen. Ein Beispiel wäre hier Formel 1, das in Deutschland nicht mehr kostenlos zu sehen ist, in Österreich auf der Website vom Sender ORF aber schon, wenn man Österreicher ist oder einen VPN hat. Gleichzeitig schützt ihr euch damit gegen unerwünschtes Tracking im Internet oder Versuche, eure IP-Adresse abzugreifen. NordVPN ist das schnellste VPN auf dem Markt und ihr könnt ihn auf ganzen 6 Geräten gleichzeitig nutzen und das auf allen gängigen Plattformen. Geht auf nordvpn.com/tomarylull und erhaltet 4 Monate kostenlos auf einen 2-Jahres-Plan für den monatlichen Preis einer Tasse Kaffee. Und zwar risikofrei mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Bevor man sich's mit dem Lautsprecher aber bei einer Serie bequem machen kann und wir Schachtel gegen Styroporplatte antreten lassen, will Pascal die Styropor oder, um genau zu sein, die XPS-Platte abrunden, damit sich die Schallwellen im Klangkörper optimal verteilen und das einfach besser klingt.
Das ist jetzt Pascals mega heftiger Styropor-Lautsprecher, der fancy angepasst wurde und heftig Form und Mühe auf jeden Fall drin hat. Für auch nur zugegeben 4 Euro ungefähr. Aber ich glaube, ich kriege das billiger, einfacher und besser hin mit dem Umzugskarton. So, ganz easy. Dann kommt er hier hoch. Dann kommen die beiden hier rein. Dann einfach einmal umknicken und fertig ist die Kiste. Ich würde den jetzt nach innen machen, den Lautsprecher. Also habe ich einfach mal den 25 Euro Exciter aus dem Internet, ziehe den Klebestreifen ab und mache den jetzt einfach mal hier dran. Der Lautsprecher braucht jetzt einen Verstärker. Dafür habe ich einmal 2 Kabel parat. Einmal Plus und einmal Minus. Die fädle ich mir jetzt einmal hier durch. Dann kann die Box schon zu. Da ist der Lautsprecher, der braucht jetzt einmal einen Verstärker. Das ist einfach dieses kleine Teil für 6,70 Euro. Dann natürlich noch Strom. Klar. Netzteil, 3,50 Euro. Kommt hier rein. Und jetzt hören wir schon so einen Störsound, wie sich das gehört. So, da müssen wir natürlich irgendwas anstecken. Und jetzt können wir da einfach ein AUX-Kabel reinballern. Einfach ein AUX-Kabel und fertig. Also man könnte das jetzt noch auch, wenn man es edel haben will, da reinwerfen. Muss man aber nicht. Da läuft jetzt lizenzfreie Musik und ich drehe einfach auf. Und das will ich jetzt mal probieren, ob das geiler ist, wenn man es außen macht. Bilde ich mir nämlich ein. Würde schon sagen eigentlich. Also das Teil geht ja wirklich abartig laut, ne? Also so laut, dass es sich auch nicht mal gut anhört, aber halt wirklich abartig laut. Die Lautsprecherschachtel hängt jetzt hier und da ja jeder Lautsprecher ein bisschen anders ist vom Gehäuse her und so, ja, klingt das auch einfach komplett anders und schwingt einfach anders und manche Frequenzen von der Musik werden einfach überhaupt nicht so gut dargestellt und manche werden vielleicht ein bisschen zu laut dargestellt. Und jetzt gibt es da sowas, das heißt Einmessen. Ja, das mache ich jetzt. Da habe ich jetzt quasi einen Laptop, stecke dann hier meine Lautsprecher ein, habe hier auch ein Mikrofon und der Laptop, der macht jetzt Folgendes. Der hat jetzt mal so einen Wupp-Sound gemacht und quasi von tief nach hoch alle Frequenzen mal durchgespielt. Mikrofon hat gemessen, wie laut ist die jeweilige Frequenz und das sehe ich jetzt hier. Und da sehe ich jetzt quasi, okay, in den Höhen hier zum Beispiel und gerade hier bei 2500 Kilohertz ungefähr, ist der viel zu leise, während der hier bei 3500 kHz ein bisschen zu laut ist. Und idealerweise ist dieser Graph hier möglichst schön gerade. Dann ist es ein ausgeglichener Sound. Und das kann ich jetzt auch machen. Ich gehe jetzt zum Beispiel hin, sage, okay, hier bei 80 Hertz, da ist es hier bei 80 Dezibel relativ laut. Da gehe ich jetzt mal um 5 Dezibel runter. Dann hier bei 130 Hertz ist es super leise, gehe jetzt mal ein gutes Stück nach oben. Bei 300 Hertz, gleiches Spiel, machen wir es einen Ticken leiser. Und irgendwann hat man das quasi halbwegs ausgeglichen. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das bei euch ankommt, aber wenn ich das jetzt mal quasi ohne diese Einstellung mache, er klingt so voll so dumpf und mit Einstellungen ist es viel krasser. Also ohne und mit. So, jetzt passe ich das nochmal an, wie ich es gern hätte. Und das ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und damit klingen die Dinger jetzt echt viel besser. Dasselbe hat Pascal natürlich auch für seinen Styropor-Lautsprecher gemacht. Und was von beiden nun besser klingt, entscheidet jetzt Sophie. Also, du stehst jetzt genau vor 2 Lautsprechern. Aha. Links und rechts, einer. Und du musst jetzt quasi beurteilen, welcher davon der bessere ist. Simpel, ne? Okay, rechter Lautsprecher, Song 1. Okay, das war Song 1 auf dem rechten Lautsprecher. Und jetzt auf dem linken. Okay, was findest du besser? Also, ich habe halt von mir auch so eine Präferenz, weil ich mag es nicht so gern, wenn irgendwie ich so viele Höhen habe, weil es tut mir in den Ohren weh und der rechte hat sehr viele Höhen. Ja. Der linke klingt aber sehr dumpf. Ja, der linke hat aber auch viel mehr Bass, oder? Also man hat tatsächlich wirklich beim linken den Bass besser hören können. Also man hat natürlich auf dem rechten auch Bass gehört, aber die Töne vom Bass hat man beim linken ein bisschen besser hören können, wenn auch noch nicht wirklich gut, aber ja. Also du hörst halt nur so ein und nicht einen Ton. Wir gehen mal über zu Song 2 beim rechten wieder. Weiter mit dem linken Lautsprecher. Also, welchen findest du besser? Links oder rechts? Ich finde tatsächlich den linken besser, weil man bei dem die einzelnen Töne besser raushört und das nicht alles so zu einer Pampe wird. Aua. Hohen Pampe. So, was meinst du, welcher von beiden war aufwendiger? Wenn du jetzt Aua sagst, dann wahrscheinlich der rechte. Ja, tatsächlich. Was meinst du, welcher von beiden war teurer? Vielleicht auch der rechte. Ja. Sie hat halt noch gar keine Vorstellung, wie beide aussehen, deswegen mache ich jetzt dir mal die Maske ab. Ach, ja, Jacken, Schuhe, Taschen. Natürlich, den Lautsprecher, man kennt ihn. Ja, und der Rest sind eine Styroporplatte, die zugefeilt und schliffen wurde. Willst du das nochmal hören? Ja, spiel mal nochmal ab. Ich glaube, das ist echt geil. Ja, der klingt viel besser.
ist der Klangkörper wahrscheinlich. Man kann den ja später wieder dran kleben, aber ich mach den jetzt mal kurz ab. So, und jetzt spielen wir einfach hier den Song drauf. Lol. Hä? Das ist voll heftig, ne? Oh ja, mach's ihm auf die Stirn. Der Bastio. Geile Sache für ungefähr 30 Euro. Wenn man sich zwei baut, hätte man Stereo-Sound. Und man kann damit natürlich auch Serien schauen. Und mit NordVPN sogar welche, die man in Deutschland so eigentlich nicht sehen kann. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich bin damit raus. Macht's gut.